Das sind 5 Nachteile von Kaffee. Koffein kann sich positiv auf deine Konzentration, auf deine Fettverbrennung und auf die Gesundheit auswirken. Aber die Dosis macht das Gift. Trinkst du mehr als 3 oder sogar 5 Tassen Kaffee jeden Tag, dann kippt es. Koffein in sehr hoher Menge ist für deinen Körper eine große Belastung. Hier sind 5 Nachteile von hohem Koffeinkonsum. Erstens, Koffein ist eigentlich ein Nervengift. Zweitens, Koffein fördert das Stresshormon Cortisol. Chronischer Stress hemmt die Fettverbrennung und fördert Heißhunger. Drittens, Koffein zerstört die Schlafqualität. Das senkt nachts den Anteil der Tiefschlafphase, in dem wichtige Reparatur- und Entgiftungsprozesse stattfinden. Achte deshalb am besten darauf, nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken. Viertens, es tritt schnell ein Gewöhnungseffekt an Kaffee ein. Die Folge sind Entzugserscheinungen, wenn man einmal keinen Kaffee trinkt. Dazu gehören Kopfschmerzen, schlechte Laune, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme. Fünftens, Kaffee reduziert die Serotoninproduktion. Serotonin wird als Glückshormon bezeichnet und wirkt beruhigend. Durch hohen Kaffeekonsum bist du deswegen eher unruhig und gestresst. Damit du nicht so hohe Mengen Koffein jeden Tag nur zum Funktionieren brauchst, ist es ratsam, immer mal wieder einen Koffein-Detox zu machen. Klick auf den Link im Profil und erfahre, wie wir dich bei einem 30-Tage-Koffein-Detox unterstützen. Ganz ohne Entzugserscheinungen. Folge Foodpunk für mehr Hintergrundwissen rund um Biochemie und Gesundheit.